Hallo liebe Freunde von TCG und More Community, heute mit der Shadowbrut-Dame, ja, Levia auch genannt. Und ja, ich würde sagen, da wird auf jeden Fall mal reingeguckt, was uns die Shadow-Dame mitbringt. Ein sehr interessantes Konzept, muss ich sagen. Eigentlich ist das Go Tall. Ist eigentlich ein Go Tall Konzept hier. Sprich, ihr versucht euren einzigen Angriff irgendwie sehr stark zu machen und ja, hofft, dass dieser Schlag dann zwiebelt. Ne? So, wir haben hier den Aufreiß Slicer. Diese Folie immer so schön an den elektronisch aufgeladen. Elektronisch auch interessant, elektrisch aufgeladen. Jetzt klebt das die ganze Zeit in meiner Hand hier. So. Levia, ne? Auch diese Karte schön in Foil als euer Starterheld. Und Levia besagt, wenn du eine Karte mit 6 oder mehr in die Bannish-Zone gelegt hast, verlieren deine Karten Blood Debt. Blood Debt bedeutet, ihr bekommt für jede Karte einen Schaden. Und Levia muss es versuchen zu verhindern, dass sie Schaden bekommt durch ihre Blood Debt-Karten. Ja. Das ist so das Konzept. Dazu später nochmal mehr. Ihr werdet sehen, dass das eigentlich gar nicht. Normalerweise würde man jetzt sagen, ja, Blood Debt-Karten versuchen zu. Warum spielt man sie überhaupt? Ihr werdet sehen, warum. Ja? Also Blood Debt ist eine extra Ressource, die eigentlich euch was Gutes tut, hat aber halt diesen Backswing mit einem Schaden, wenn ihr halt das nicht verhindern könnt. Was aber bei Livia nicht der Fall sein soll, ihr habt immer die Möglichkeit, oder ihr solltet versuchen, die Möglichkeit zu haben, was zu banishen. So, Lady Bartimov, ja, unsere Brut-Mentorin, ja, das gleiche wieder, dürft ihr ins Arsenal legen, wenn euer Zug anfängt, dürft ihr sie aufdecken und dann habt ihr so lange diese Karte im Arsenal verweilt, bis sie halt aufgebraucht worden ist oder zerstört worden ist, bleibt diese Karte im Arsenal liegen und blockiert euch dieses, ja, und die Karte macht eure Attack-Action-Cards. Wenn immer ihr eine Attack-Action-Karte spielt, dürft ihr die oberste Karte eures Decks banishen. Hat sie 6 oder mehr Attack Power, bekommt die Angriffskarte, die ihr gerade gespielt habt, Dominate. Und ihr legt eine Lesson Counter hier drauf. Ja? Und wenn da 2 oder mehr Lesson Counter drauf sind, also in diesem Falle müsst ihr nur 2 haben sogar, dürft ihr euer Deck nach einer Spezialisierungskarte durchsuchen. Und diese Karte hier wird zerstört. Dann habt ihr hier die Standardwaffe von Levia. Für 2 und 3er Angriff, wenn ihr angreift, zieht eine Karte, schmeißt eine random ab. Wenn es 6 oder mehr war, bekommt ihr plus 2. Für 2 und 5er Angriff sehr stabil. Ebensfold, die Shadow-Mütze für 1, wie gesagt. Banisht ihr eine Karte von eurer Hand, ihr zieht eine Karte, wenn es eine Shadow-Karte war, und habt Spellward 2. Dann habt ihr die Standardbrust mit Spellward 1. Goliath Gauntlets von damals. Und hier haben wir ein neues Equipment. Die Brut, Shadow Brut Hosen. Und wenn eine Karte mit 6 oder mehr in your Banished Zone gelegt wurde, dürft ihr diese hier zerstören. Und wenn ihr das tut, bekommt ihr einen Action Point. Somit könnt ihr quasi einmal wissen, wenn ihr. Somit könnt ihr euch einmal quasi einen weiteren Go Again bzw. Action Point erzeugen, der dann mit, wenn ihr einen guten Zug habt, könnt ihr halt zweimal angreifen in der Runde. Ihr müsst das nicht zerstören, ihr könnt jederzeit das benutzen, wann ihr wollt. Hier haben wir Levias Spezialisierung, Soul Harvest, ja. Und als zusätzliche Kosten müsst ihr eine Karte mit 6, also Digital Cost to Play Banish 6 Cards from your Graveyard, also 6 Karten von deinem Friedhof. It gains plus 1 for each card with Blood Debt. Ja? Hier steht noch nicht mal dabei, dass es random ist. Also ihr könnt euch quasi 6 Karten gezielt aussuchen, die quasi Blood Debt haben. Und dann kommt dieser Angriff für 12 Damage, ja? Aber kostet euch auch 6 zum Spielen. Und wenn diese Karte treffen sollte, würde dein Gegner
alle seine Seelen verlieren, die er angesammelt hat, also sprich Shadow gegen Light. Und er würde ein Leben verlieren für jede Karte, die dadurch zerstört worden ist, ja, gebannt worden ist. Ja, also sehr starker Angriff für 6, ein 12er Angriff, tut schon weh, ist halt Legendary, könnt ihr nur einmal im Deck haben. So, dann haben wir hier die nächste Brut-Attacke. Und jetzt kommen wir ja auch schon dazu, ihr müsst hier drei Random-Karten aus eurem Friedhof banishen. Und jetzt kommt es dadurch, dass ihr halt Random-Karten banisht, wenn ihr dann die 6 trifft, habt ihr Blood Debt damit besiegt. Und es wird euch nichts an Leben abgezogen am Ende von Runde, ja. Die Karte hat hier auch Blood Debt und somit, ja, genau, würde die dann halt hier für 6 angreifen. Aber als zusätzliche Kosten müsst ihr vorher noch 3 Karten aus dem Friedhof. Wenn ihr keine 3 Karten habt, könnt ihr diese Karte nicht spielen. So. Hier, Trauer Karte, Discard, wenn 6 oder mehr discardet, banish a card vom Graveyard. Somit könnt ihr auch vom gegnerischen Friedhof eine Karte banishen, um vielleicht Druck aufzubauen oder irgendwas Wichtiges wegzunehmen. Ja, oder aus dem eigenen Friedhof einfach eine Karte banishen, um euren Helden nicht den Schadenseffekt auszusetzen von Blood Debt. Dread Screamer. Wieder 3 Karten at random banishen und dann bekommt das Ding, wenn es eine 6 oder mehr getroffen war, habt ihr Go Again mit der Karte. Ja, für 2 und 6er mit Go Again. Als zusätzliche Kosten halt 3 Karten banishen. Endless Maw für 3 und 6er Angriff, der allerdings auch wieder 3 Karten exilen, also banishen muss. Und wenn ihr eine 6 getroffen habt, bekommt dieser Angriff noch plus 3. Also ist das ein 9er Angriff an der Stelle. Crawling Crawl. Die könnt ihr allerdings nur spielen, wenn eine Karte mit 6 oder mehr in your Banished Zone in dieser Runde gelegt worden ist. Ja, ist ein 7er Angriff für 1 eigentlich soweit ganz gut. Hungering für 2, ein 7er Angriff. Ja, das gleiche Spiel, zusätzliche Kosten, 3 Karten aus eurem Friedhof banischen. Das war's, nichts weiter. Bellow, das ist ein Pump-Spell für die Shadowbrut, kostet euch 1, gibt plus 4, müsst aber auch wieder 3 Karten, also ihr seht, ihr müsst euer Friedhof so voll machen, wie es nur geht, damit ihr diese Karten überhaupt erst spielen könnt. Aber dafür geht ihr quasi all in. Am Anfang blockt ihr viel, dann sammelt ihr Friedhofskarten an, versucht irgendwie den Banish-Schaden zu verhindern von Blood Debt und ja, dann guckt ihr, dass ihr in die Offensive geht nach einer gewissen Zeit, wenn ihr genug geblockt habt. Das ist ganz wichtig, ja. Ihr müsst eher, am Anfang wird einfach nur geblockt, ja. Beastkalk für 6, 2, auch wieder 3 Random-Karten. Dann hat das Ding hier Dominate, wenn es eine 6er-Karte getroffen hat. Auch ganz gut. Dann gehen wir jetzt in die gelben Farben, die Karten, die wir gerade schon mal hatten. Genau, die Karten werden dann etwas schwächer mit der Power vorne, ja. Und Thread Screamer in blau, damit ihr auch diese Karten halt bezahlen könnt in Pitch Value, Bellow, der Pump Spell in blau, macht plus 2 in dem Fall. Consuming Aftermath, ja. Kannst du einfach eine Karte von deiner Hand banishen und wenn es eine Shadow-Karte ist, hat das Ding hier Dominate, passt wunderbar ins Konzept rein. Und ja, banisht einfach eine 6er Karte von der Hand und dann habt ihr den Livia-Effekt aufgehoben und ihr greift für 6 Dominate an. Ganz praktisch. Dann haben wir noch Plunderer in Gelb. 6er Angriff, wenn es einen Helden trifft mit Seele, würdet ihr die Seele, eine Seele davon zerstören. Blattribut, ein Shadow Instant für blau, für 0. Und ihr könnt eins opten und dann dürft ihr die oberste Karte einfach banishen. Auch ganz gut, könnt ihr quasi gucken, habt ihr einen 6er, wenn ihr unbedingt was banishen müsst, ja, um den Schaden noch zu verhindern. Sehr brauchbar. Smash Big Tree, ein schönes Artwork, ja. Kostet 2 für 7. Vanilla Angriff, nichts weiter zu sagen, ohne Effekt, ohne irgendwas, aber halt brauchbar, gibt es wahrscheinlich in komplett in Rot und in Gelb, damit ihr auch quasi immer die 6 da vorne stehen habt, weil ihr wollt so wenig wie möglich nicht 6er Karten haben, genau wie das, Rally the Rangard,
sehr gute Karte, hat noch einen Effekt zum Blocken, könnt ihr einfach was abschmeißen und dem Ganzen plus 3 geben beim Blocken. Somit habt ihr eine 5er Blockkarte, nur mit einer Karte, ja, die dann auch noch im aggressiven oder im offensiven Fall für 2, 6 Schaden angreifen kann. Dann haben wir das Ganze noch in Blau, ja, als Pitch-Karte, und wir haben Levia als Adult Full-Art-Karte, als kleiner, ja, Goodie obendrauf, so als Künstler-Art-Karte, die einfach noch dazu ist, ja. Das ist Levia, eine sehr interessante Klasse. Brut war schon immer sehr brutal mit großen Angriffen, mit fetten Angriffen, und versucht hat, den Gegner, ja, fast schon zweistelligen Bereich an Schaden zuzufügen. Levia ist da keine Ausnahme, sie macht das gleiche, nur halt mit Schattenmagie, Schattenseite. Und wenn euch dieses Deck gefällt, schlagt zu. Ja, bei White Rabbit zum Beispiel könnt ihr diese Decks kostengünstig erwerben. Und seid gespannt auf Prismen, das ist die vierte und letzte Klasse, die ich noch vorstellen werde. Dann haben wir auch alle 4 Blitzdecks soweit durch. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. TCG und More. Tschüss.